wir haben jetzt unseren, nein, mein, nur meiner, meinen Kleiderschrank abgeholt. So, wir fahren jetzt meinen Kleiderschrank abholen, denn ich habe mich jetzt gerade schnell umgezogen und jetzt fahren wir los. So, wir haben jetzt unseren, nein, meinen, nur meiner, meinen Kleiderschrank abgeholt. Jetzt alles dahin. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause und der wird aber jetzt nicht aufgebaut, weil es ist zu warm und keine Lust. Gerade ein Paket bekommen, beziehungsweise vorhin schon, aber ich bin gerade erst nach Hause gekommen und das wollte ich jetzt mit euch zusammen mal kurz auspacken. Und vorher wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich mir in der Stadt gekauft habe, also nicht viel, nur zwei Masken und sowas. Und zwar habe ich mir einmal so eine kleinen Haargummis geholt von Horstmann sind die, weil wenn ich mir immer so einen Halbzopf mache, da sind meine Haargummis immer zu groß, deswegen habe ich mir so kleine hier geholt. Und dann einmal diese Kapselmasken, pflegend und reinigend. Also ich habe ewig bei Masken geguckt, weil irgendwie so richtig hatte ich keine gefunden, die für meine Haut irgendwie zusagt. Aber die hier klang ganz spannend, war zwar relativ teuer, fast 3 Euro. Finde ich schon teuer für so zwei kleine Masken, aber ich wollte die mal ausprobieren. Und bei Müller habe ich mir noch von CW diese Sommermaske, die LE gekauft, Gelcreme-Maske, verwöhnt und erfrischt. Und ja, jetzt packe ich mit euch zusammen mein Paket aus. Ich hole mir mal eine Schere und setze mich jetzt ja auf meinen Schminktisch und stelle euch jetzt einfach mal hier so ab. Wow! So, wartet mal. So, draußen stürmt es mega. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie ist heute früh der Wind so aufgezogen, aber keine Ahnung, ob noch Gewitter kommt. Auf jeden Fall habe ich hier ein Paket und zwar von Impi. Und da habe ich mir Sachen bestellt. Ich habe mir auch noch mehr bestellt, aber der Rest müsste nächste Woche dann irgendwann kommen. Und machen das jetzt mal gemeinsam auf. Also wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht reingeguckt. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt hier alles drin ist. Sieht irgendwie so klein aus. Okay, manche Sachen waren auch gar nicht groß, was ich bestellt habe. Egal. So. Tadadada. Wie man schon sieht, ist das erste natürlich von Riverdale. So, und zwar haben wir zuerst einen Pullover von Riverdale. Endlich ein Pullover. Es gab immer nur T-Shirts oder sowas, aber nie Pullover. Und jetzt habe ich endlich einen Pullover von Riverdale. Ich hoffe, der passt, da der für Männer ist oder für die... oder ausgeschrieben war für Männer, habe ich jetzt einfach meine normale Größe genommen, weil die fallen ja dann immer ein bisschen größer aus. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall ist das dieser Hoodie und ich glaube, den haben die in der Serie auch immer an. Ja, der sieht sehr groß aus. Okay, und zwar sieht der so hier aus. Hier steht drauf Riverdale High und das ist immer den die auch so anhaben. Und dieses T-Shirt, die sieht zwar mega groß aus, aber ich mag ja große Hoodies. Deswegen werde ich nachher mal anprobieren und hoffe, dass er gut sitzt. Dann habe ich mir ein Tuch bestellt, da bin ich mir aber nicht so sicher. Also ich habe das erstmal bestellt, um es mir anzugucken. Allerdings sehe ich gerade schon, dass die Farbe sehr grün ist. Und zwar ist das ein Halstuch von Winnie Pooh, mega süß, aber man sieht das auf den ersten Blick nicht. So sieht das hier aus und man sieht da zum Beispiel ist dann schon Winnie Pooh drauf. Sieht sehr süß aus,
Allerdings sah es auf dem Bild nicht so krass grün aus. Ich weiß nicht. I don't know. Sieht sehr cute aus, passt aber allerdings auch wieder nicht zu allem. Muss ich mal schauen. Das werde ich mir noch überlegen. Und dann habe ich mir noch zwei Ringsets bestellt. Einmal von Ariel. Und zwar sind die so bronzefarben. So sieht das aus. Kann man das sehen? Und zwar steht hier drauf, also hier steht halt immer Part of your world. Kann man das sehen? Ja, hier steht das drauf. Und dann noch von Lilo und Stitch auch nochmal so ein Dreier-Ringset. Und hier steht drauf Ohana means family. Also dieser typische Spruch von Stitch. So sieht das aus. Ich hoffe, die passen, weil das ist so eine Eigengröße. Aber ich denke mal, die werden auf meine kleinen Finger passen. Okay, ja, das sehe ich schon. Ja, die passen. Die werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, behalten. Und dann gab es noch gratis dazu, weil ich bin ja dort, weil ich immer so viel da bestelle, habe ich mich im Backstage Club angemeldet. Und da gab es dann noch einen Beutel dazu. Auch ganz praktisch. Und ja, das war jetzt erstmal ein Teil meiner Bestellung bei EMP. Und der Rest kommt, wie gesagt, nächste Woche. Den zeige ich euch dann auch noch. Und ich werde nachher den Pullover anziehen. Aber jetzt bin ich gerade so aufgehitzt, dass ich jetzt keinen Pullover anziehen kann. Deswegen werde ich euch den nachher noch zeigen, wie der dann aussieht. Und ja, jetzt werde ich dann das Wochenende genießen, weil viel habe ich nicht davon. Wir kriegen morgen noch Besuch. Und ja. So, ich habe den Hoodie jetzt mal angezogen. So sieht er aus. Ja. Den kann ich noch, ich kann den noch weiter runter machen, aber sieht das aus, als hätte ich keine Hose an, aber so sieht er auf jeden Fall aus. Nochmal ein bisschen heller. So, Riverdale High steht drauf. Passt auf jeden Fall perfekt und liebe ich jetzt schon, ist richtig flauschig. Und ich liebe ja eh Hoodies, also ich habe ja eh eine Liebe zu Hoodies, deswegen freue mich jetzt schon, wenn ich wieder alle meine Hoodies anziehen kann. Ja, ich hoffe, die Zeit kommt bald wieder. So, ich habe gerade an meinem Bücherregal was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich zwar erst sortiert und ausgeräumt, aber ich hatte einfach trotzdem keinen Platz mehr. Aber jetzt habe ich wieder Platz, denn einmal für gelesene und ungelesene Bücher, denn ich habe was geändert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich es ja schon oft gesehen, dass Leute ihre Bücher so hinstellen. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und siehe da, ich habe jetzt wieder Platz. Also vorne keinen Platz, vorne habe ich alles frei. Aber ich habe ja immer vorne und hinten Bücher. Und deswegen habe ich jetzt dort wieder die Hälfte frei. Und da unten habe ich auch wieder frei. Und habe mir jetzt quasi hier meine Reihen, die ich habe, so hingestellt. Und ich muss sagen, das macht wirklich sehr, 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 sehr viel aus. Also mega cool. Und ja, ich habe auch immer noch meinen alten Kleiderschrank. Denn mal schauen, wann wir es schaffen, den Kleiderschrank aufzubauen. Weil, ja, was soll ich sagen, wir haben gerade alle nicht so wirklich Lust. Weil erstens, ich habe ja jetzt denselben Kleiderschrank wie mein Bruder. Und, der, und für diesen Eckkleiderschrank haben wir einfach 2 Tage gebraucht. Und wir sind jetzt alle so keine Lust. Erstens ist es noch viel zu warm. Es wird aber ab nächste Woche wieder kühler und angenehmer. Deswegen denke ich mal, werden wir das vielleicht nächste Woche in Angriff nehmen. Und mal schauen, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich gucke mal, was ich dann vloggen kann, weil meine Mama mir ja dann auch hilft. Und die möchte ich ja nicht in meinen Videos zeigen. Aber ich schaue mal, wie ich das irgendwie hinkriege. Und ja, dann, wenn wir irgendwann Lust haben, außerdem die Woche war auch so mega anstrengend, deswegen, wie gesagt, wir machen das jetzt nicht am Wochenende und schauen mal.